In diesem Video bestimmen wir dieses Integral hier, Wurzel aus ln von x durch x, durch Substitution. Ich schreibe dazu das Integral noch einmal auf, was wir bestimmen wollen. Wir möchten bestimmen das Integral von Wurzel aus ln x durch x dx durch Substitution. Und die erste Frage, die man sich da jetzt stellen muss, ist, wie soll die Substitution aussehen? Und da substituieren wir u gleich ln x, weil das ist der Ausdruck unter der Wurzel und wenn wir das schon mal weg hätten, dann sähe das vielleicht schon deutlich besser aus. Und außerdem erkennt man, dass die Ableitung von ln x 1 durch x ist und das sieht schon so ein bisschen so aus wie das, was wir hier stehen haben. Deswegen probieren wir es einfach mal damit. Wenn wir das haben, dann bestimmen wir die Ableitung du nach dx. Die Ableitung von ln x nach x ist aber 1 durch x. Das Ganze lösen wir auf nach dx. Das heißt, dann ist dx gleich x mal du. Wir schreiben das immer so auf, dass das du oder dx immer hinten steht, damit das schön passt. So, dann Durchführung der Substitution. Dann ersetzen wir das mal und gucken, ob das alles verschwindet. Durchführung der Substitution. So. Dann haben wir Wurzel aus ln x durch x. Das wird substituiert. Das ist also Wurzel aus u geteilt durch x mal x du. Und praktischerweise fällt das auch schon schön weg. Das heißt, das ist unsere substituierte Form. Und wir können dann bestimmen, das Integral von Wurzel ln x durch x dx als Integral von Wurzel aus u du. Und das sieht schon deutlich freundlicher aus. Dazu schreiben wir den Wurzelausdruck nochmal um, damit wir unsere Regel anwenden können. Das ist also das Integral über u hoch 1 halb du. Jetzt können wir die Regel für die Exponenten anwenden. Das heißt, wir können den Exponenten um 1 erhöhen und dann den Kehrwert nach vorne schreiben. Also 1 halb plus 1 ist 3 halbe. 3 halbe, davon der Kehrwert ist 2 Drittel. Also ist das 2 Drittel u hoch 3 halbe plus c. Und da machen wir jetzt eine Rücksubstitution, setzen den ursprünglichen Ausdruck wieder ein und erhalten dann 2 Drittel mal ln von x in Klammern hoch 3 halbe plus c. Und das ist das Ergebnis.